Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Kinghorns Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir den Zwergenwald abgeschlossen. Da hatten wir noch die Begegnung mit einer alten Frau, die meinte, dass sie Terry begegnet sei. Nee. Gehen wir jetzt mal zum Traumpalast. Beziehungsweise haben wir noch ein neues Schlüsselschwert. Ja, ist ein bisschen besser von den Magiewerten her. Nehmen wir das mal an. Genau, wir haben ein paar Kristalle bekommen von den Gegnern. Neue D-Link zu Schneewittchen. Genau, Fireburst, beziehungsweise Feuersbrunst. Das kennen wir ja noch von Terra, das Kommando. Die meisten Kommandos sind, glaube ich, auch gleich, beziehungsweise Kommandostile. Kommandos werden sich ein bisschen verändern. Da Terrier ein bisschen der Dunkelheit zugeneigt war. So, machen wir noch Feuer rein. Und dadurch halt auch sowas wie Dunkelfeuer lernen konnte. Was so rum? Kann ich da nach unten machen? Naja, wie gesagt, gehen wir jetzt mal zum Traumpalast und schauen, was uns da erwarten wird. Palast der Träume. I've never seen a mouse like you before. Mouse? Jack, you better explain things to him. Now, now, now! Look a little guy, make her easy. Not a worry, Bao. We like you. Flinda really like you too. She's a nice, very nice, nice. Come on now, Jutta. Chores. I'll see you in a little while then. Wow, I guess she's got her hands full. Just work, work, work. Step Muddy keep a Flinderelli busy all day. She didn't seem to mind much though. No, not so Flinderelli. She work a hard. Got a dream, big dream. Dream gonna come true. That sounds like somebody I know. Being a Keyblade Master is all I've dreamed about. Hey, maybe you can help me find him. His name's Terra. You seen him? No, no. Never saw Terra before.
was worth a shot. Come on, follow me. Gotta see the house. Hey. Tja. Da ist jemand schon mit Vance, sind wir nicht draußen, sondern im Haus. Und besser gesagt, in dem Haus, das wir bei Terra gesehen hatten, das auf der anderen Seite von dem Brunnen ist, wo es Richtung Palast ging. Beziehungsweise Waldstück. Nächstes Mal. Und es sind sehr klein. Ah, ne, macht dir nichts. Aber merkt halt, dass wir wahrscheinlich Terra nicht finden werden. Weil wir so klein sind. What's that? That's a palace. King's Palace. Gonna be a big ball tonight. Is Cinderella going? I got it. Huh? Hello, you two. Have you become friends already? Oh, that's wonderful. You sure look happy, Cinderella. I'm going to the royal ball tonight. I guess dreams really do come true. Cinderella! My dress will have to wait. Cinderella! Cinderella! All right, all right. I'm coming. Poor Cinderella. She not go to the ball. Why not? You see, they fix her. Work, work, work. She'll never get a dress done. Say, got an idea. Vin-Vin Hepperjack? With what? Fix up Cinderella dress for the ball. But what do we need to get? Look around the house. Lots of pretty, pretty things. Okay, let's do it. I'll go find whatever we need. Jacques, you get things set up here. Yes, sir. Ben, Ben, here for Rusafi. Rusafi? Rusafi, a cat cat. Mean, sneaky. Jump a tool, bite a tool. Gotcha. Brauchen noch weiße Schleifen, weiße Spitzen und weiße Knöpfe. Oh, und rosa farbenen Stoff und rosa farbenen Faden. 5 Sachen. Okay. Dann holen wir mal die 5 Sachen. Hier sind noch ein paar Kisten. Die nehme ich mit. Jetzt mal hier die Karte. Komm ich da hoch? Hier haben wir einen Sticker. Ich glaube, da komme ich auch hoch. Genau. Wir haben hier noch eine große Kiste mit einer Magieformel. Okay, war hier sonst noch irgendwas im Haus? Bin mir gerade unsicher. Also beziehungsweise hier in den Raum. War hier irgendwas im Bett versteckt? Ja, hier hinten ist noch eine Kiste. Okay, neues Kommando. Hier bei den Treppen ist nichts versteckt. Okay. Okri brauchen wir gerade nicht. Speicherpunkt brauchen wir auch gerade nicht. Schauen, was haben wir jetzt für ein neues Kommando gelernt? Betäubungsklinge, okay. Genau, und wir können Schwertwurf theoretisch nochmal machen. Oder ein neues Fragezeichen-Kommando. Das
Werden wir mal machen. Dann machen wir wieder einen Lunekristall, damit unsere LP weiter steigen. Ach, Wurf. Okay. Ja, wir können auch solche Kommandos herstellen. Zwar weiß ich da nicht die genauen Kombinationen, aber dadurch kann man halt auch nochmal zum Beispiel Heilkunde oder so lernen. So, und ich glaube Heilkunde war, dass unsere LP leicht steigen. Ne, Regenerationswirkung deiner Heil-Item steigt an. Okay. Ist jetzt nicht gerade das, was man möchte, sag ich mal. Okay. Gift. Glaube ich, könnten wir noch gebrauchen. Wir müssen uns im Haus umsehen. Natürlich ist, wie man es hier schon sieht, auch der Wandgang bzw. die hinter den Wänden ist auch sehr geräumig bzw. Muss man da auch noch hin. Naja, sind wir auf jeden Fall wieder hier. Moment, das bräuchten wir nochmal. Braucht ein Stoff. Ich glaube Knöpfe. Und keine Gegner. So, Feuerbomst. Wie gesagt, die Sachen kennen wir eigentlich von Terra. Die Feuerbrunst haben wir nicht so oft hingesetzt mit Terra. Stoff sehe ich da hinten. Und ich werde jetzt hier mal ein paar Gegner bekämpfen und ein bisschen lernen. Leveln. Lernen sage ich schon zu. Da ich gerade nicht mehr weiß, wie stark der Bosskampf hier noch sein wird. Da kommen noch mehr von diesen Schuhen. Die hatten ja bei Terra nur kurz gesehen. So, hier mal ein großer farbener Stoff. Den brauchen wir. Dann haben wir große Farben und Faden. Hier ist noch eine Kiste, die nehme ich mit. Ja, da kommen immer mehr Gegner. Das jetzt mal in Ruhe. Da ist zwar ein Ausgang, aber da können wir nicht raus. Hier haben wir auf jeden Fall noch was, was wir brauchen. Weiße Spitze. Okay. Wieder so ein Mollknäuel, mit dem wir auch Gegner bekämpfen können. Beziehungsweise überrollen. Geht sogar, glaube ich, relativ einfach. Wie man sieht.
Auch wenn da nur zweimal treffen ungefähr. Und die Gegner sind erledigt. So, hier oben haben wir noch eine Schleife. Moment, wo ist mein Rollknall? Ah, ist da nach hinten gerollt. Hier noch eine Truhe. Juhu, kommen wir da hoch? Moment, Moment. Nee, da kommen wir nicht hoch. Hier soll noch ein Durchgang sein. Genau, hier waren wir noch gar nicht. Hier sind, glaube ich, auch Gegner. Oder? Nein. Soll schon springen. Genau. Gabeln kann man hier als Trampolin nehmen. Vielleicht da drüben gehe ich hier mal schnell rüber. So ein Rollknall. Brauche ich die Gegner hier gerade nicht richtig bekämpfen. Da kann ich so halt ein bisschen was sammeln. Ah, nicht ein Humpen. Da rund wäre schlecht. Genau, hier ist eine unsichtbare Wand. Das Rollknall können wir sowieso nicht mitnehmen. Da haben wir die andere Gabel. Was war das nochmal? Die muss man reinschieben, um hier weiter zu kommen. Okay. Nein, dann ist so. Die zwei Schwämme brauchen wir noch. Da unten. Kommen wir da nicht weiter. Hier sind wieder solche Gegner. Die uns ja eigentlich nur Essen geben. Was sie vor allem gar nicht brauchen gerade. Naja, kann ich die Katze hier nicht anzünden? Nee. Okay. So. Hier hinten hoch. Da ist noch eine Kiste. Dann hier rüber. Aber wir zurück. Genau. Jetzt sind wir hier oben. Da haben wir noch einen weißen Knopf. Und uns fehlt noch immer eine ein Material. Wollte ich schon Materie sagen. Wie komme ich nochmal da hinten hoch? Ich sehe es auf der Karte, wo die Durchgänge sind. Das war irgendwo hier. Irgendwo hier hinten muss der Durchgang sein. Oder? Oder? Nee, das ist der Durchgang von unten. Genau.
Hier hinten müsste der dann sein. Da wäre auch noch eine Gabel gewesen. Darüber zu der Truhe kommen wir gerade noch nicht. Fehlt uns leider die Luftgrätsche. Hier nicht runterfallen. Okay, zum Glück konnte man sich da festhalten. Und da haben wir eine große Faden. Okay. Allerdings, bevor ich jetzt weitermache, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn ich so soll, könnt ihr auch gerne noch mehr Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay, was bleibt, was liegt wieder. Ciao.